Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lauf der Verfluchten. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen eingeschaltet hast. Ich habe, glaube ich, schon 2 Stunden gespielt. Und es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Also den Panzer muss man hier loswerfen. Dann muss die Mechanik funktionieren, dass der Cooper-Panzer diesen On-Schalter trifft. Die Mechanik funktioniert nicht immer. Ich bin so frustriert. Ich war schon ein paar Mal kurz vorm Ziel. Und hab's aber von der Zeit her nicht geschafft. Die Versuche zeige ich euch jetzt. Die habe ich sowieso gelöscht. Weil es hat halt nicht alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, den Kollegen machen wir mal blatt. Jetzt kommt das Ganze natürlich noch verkehrt rum. Eieieiei. So, den braucht man nämlich. Und jetzt kommt gleich eine Stelle. Bin ich echt am Verzweifeln so ein bisschen. Da bin ich nicht so richtig sicher, wie man hier... Ja, genau das war nämlich mein Fehler. Und jetzt ist nämlich die Tür zu und ich sterbe. Die nächste Stelle ist auch tricky. Und dann ist schon das Ziel fast in der Nähe. Aber ich komme von der Zeit her halt nicht so richtig aus. Und die Mechanik hier mit dem Cooper, ihr seht, funktioniert nicht zu 100%. Und das hat mich schon sehr viel Lebenszeit gekostet. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich hier schon... Also 1000 Versuche, reicht das? Ich weiß es nicht. Es ist viel gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das hier gut ist, wenn man hier so runterspringt. Ach, hängen geblieben. Reicht von der Zeit her. Brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Ich weiß nicht, ob man über den drüber springen kann hier, ob das vielleicht besser ist. Dann ist man mal schon so weit gekommen und dann springe ich auch noch nach unten. Aber ist in Ordnung. Ihr sollt ja schauen, es klappt diesmal sogar. Toilette bleibt immer kurz vorher stehen, das ist... Hey, hat nicht geklappt. Die Mechanik... Also du kannst gerne wieder Speedrun-Level... Ich habe das, glaube ich, jetzt jedes Mal schon gesagt. Speedrun-Level bauen, aber bitte lass die Trampoline weg. Die sind einfach nur nervig, funktionieren nicht, sind total verbuggt in Mario Maker. Du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass du es beim ersten Mal geschafft hast sogar. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher. Und töten, weil es hat nicht geklappt. Also ich treibe die Abschlussrate. Na gut, das hatte eh noch keiner geschafft. Von daher ist es sowieso egal. Hängen geblieben, Zeit eingebüßt. Ha, ich weiß noch nicht, ob der Drehsprung so okay ist. Und hier muss man das Trampolin nutzen, sonst kommt man nämlich nicht darüber. Kostet mir auf jeden Fall sehr viel Zeit alles hier. Jetzt hat es mal geklappt und dann habe ich den Trampolinsprung versaut. Komm, kies dich hin, ich will das Level schaffen. Also ich möchte das gerne schaffen. Aber die Zeit ist halt wirklich echt knapp bemessen. Und diese Mechanik ist der pure Hass in dem Spiel. Der ist echt der pure Hass hier, weil das nicht funktioniert. Ihr wisst gar nicht, ich habe echt ewig schon probiert hier, das hinzukriegen.
aber... Es ist wirklich... Ja, es ist tricky, das Level. Hier kann man auch noch ein bisschen Zeit gut machen, denke ich mal. Hier vielleicht auch. Den muss man töten. Dann muss man hier durch. Das nächste ist ein bisschen... Da fehlt ein bisschen so die Kommunikation, was man machen muss. Bin mir auch halt nicht so richtig sicher. Kann ich bis zum zweiten springen? Ach nee. Man muss nämlich hier drauf, damit man das Ding... Ich weiß nicht, ob man unten lang gehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man unten lang gehen kann. Ja, zu zeitig abgeschmissen. Na doch, es hat gerade so geklappt. Also ich glaube, hier kann man nicht schneller. Kann man vielleicht ein bisschen schneller, wenn man den nicht umbringt. Wenn ich den kapp, kann ich mich ja nicht drehen hier. Zu kurz gesprungen. Tja. Und das ist wirklich das Frustrierendste an dem Level, dass das nicht immer klappt. Das ist die Mechanik mit diesem Cooper, der auf der Sprungschanze da, also auf dem Trampolin springen soll. Dass das halt nicht immer klappt, ne? Hängen geblieben, keine Chance. Na, hier könnte man vielleicht noch drüber springen. Es ist echt... knapp bemessen und ich bin schon wieder... Ich war ja schon mal bei 30. Zu lange gemehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier unten lang kann. Kann man nicht. Aber in 5 Sekunden hätte ich es sowieso nicht geschafft. Also es gibt auf jeden Fall ein Herz. Aber erst, wenn ich durch bin. Baue Speedrun-Levels bitte ohne Trampoline. Ich hasse die Dinger. Es klappt nicht. Die sind sowas von verbuggt in Super Mario Maker. Das ist echt frustrierend. Jetzt wisst ihr, warum ich hier schon seit 2 Stunden sitze. Jetzt wisst ihr echt, warum ich hier schon seit 2 Stunden sitze. Ist echt, echt krass, ey. Trampoline mögen mich nicht. Ey, gibt's doch nicht.
Also ich glaube, hier am Anfang kann man nicht mehr Zeit rausholen. Ob das hier so gut ist? Ja, dann klappt's nicht. Ist in Ordnung. Also leveltechnisch und designtechnisch ist das richtig cool gemacht. Leveltechnisch alles super. Aber mechanisch ist das, ist man zu nah an dem Vieh dran, kann man nicht springen, weil das Trampolin ja eine gewisse Zeit hat, wo es reagieren muss, ne? Ich bin aber auch nicht schneller hier irgendwo. Keine Zeit gut gemacht. Hat eh nicht geklappt. Von daher ist das egal, ob ich da jetzt Zeit gut gemacht habe oder nicht. Der letzte Abschnitt ist... Aber... Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Bau doch mal bitte... Level, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, wo man nicht auf die letzte Sekunde echt ins Ziel muss. Vor allen Dingen dann nicht bei sowas, was nicht funktioniert hier. Das ist nur frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Wieder nicht funktioniert. Tja. Brauche ich gar nicht erst weiter probieren. Echt zum Mäusemelken. Echt zum Mäusemelken, dass das nicht funktioniert. Vielleicht doch werfen, erst wenn die Münze kommt. Hey, ich bin wieder durch. Cool. Aber von der Zeit her habe ich auch nichts. Von der Zeit her habe ich auch nichts gut gemacht. Muss ich sagen. Das ist jetzt. Okay, 30. Aber dann muss ich den Rest jetzt gut schaffen. Aber ich glaube, da scheitert es dann schon wieder, dass ich das Ding dort... Danach hier so eine Warterei hier, ne? Ist nicht von dieser Welt. Hier kann man, glaube ich, nicht viel mehr gut machen, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so...
Ey, das ist echt. Echt frustrierend, wirklich. Und dann springe ich immer zu zeitig, aber nutze nicht dieses verdammte Trampolin. Ich hasse diese Trampoline. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, noch nicht, wahr? Ich habe nicht das schon gesagt, dass ich die Trampoline hasse? Ich hasse die Trampoline. Die sind nicht von dieser Welt, ja. Und dann funktioniert die Mechanik nicht in dem Level. Also ich muss sagen, einmal so ein... mit so einer Mechanik hier... hätte vollkommen ausgereicht. Das Ganze nochmal über den Kopf ist zwar schön und gut, aber wie gesagt, du siehst ja selber, es geht halt nicht immer, ne? Es geht halt nicht. Das ist halt das Problem, so ein bisschen, was ich habe hier mit dem Level. Ich bin hier definitiv nicht schneller. Jetzt habe ich mir so einen Helm auf den Kopf gesetzt, ist ja noch schlimmer. Das kriege ich doch hier nie im Leben hin. Jetzt bin ich ja gespannt, ey. Uh, 272 Versuche, 0,36%ige Abschlussrate. Leute, du hast mich fertig gemacht mit dem Level, echt. Aber ich habe es am Ende geschafft. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Jetzt muss ich mich echt mal entspannen. Boah, ja. War ein gutes Level. Den ganzen Quatsch, den ich erzählt habe, den vergisst du am besten. Außer das mit den Trampolinen. Bitte nichts mehr mit Trampolinen. Die Dinger funktionieren einfach nicht. Und ja, wie gesagt, ich werde die hintereinander hochladen, die Versuche. Das erste war ja nicht so viel. Und hier hat es dann geklappt nach 20 Minuten. Und insgesamt, ja... ich glaube, 20 Versuche waren am Anfang. Ich habe ungefähr 250 Versuche gebraucht, um das Level zu schaffen. Es hat lang gedauert, echt. Aber wenn es euch auch gefallen hat und ihr es probieren wollt, dann auf geht's. Testet euch dran. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.